Radio 1. Nur für Erwachsene. Und wir sind nämlich seit gestern eigentlich Dauerhigh. Also wir kiffen nicht hier im Studio, aber wir reden seit gestern viel übers Kiffen. Denn die Bundesregierung hat ihre Pläne zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt. Und wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir geht, dann sollen Konsum und Anbau von Cannabis bald in sogenannten Social Clubs stattfinden können. Und ein Verein, der genau das möchte, ist der CSC Highground Berlin. Olli Waag ist Vorsitzender dieses Vereins und Mitglied des Dachverbandes der Deutschen Cannabis Social Clubs. Und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Waag. Ja, hallo, ich grüße euch. Also nochmal zu den Formalien. Der Plan ist, dass Sie Cannabis innerhalb Ihres Clubs an Vereinsmitglieder abgeben dürfen. Wie wird man Mitglied in Ihrem Verein und sollte man sich da vielleicht auch jetzt schon mal anmelden? Das sind gute Fragen und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr den Begriff Social Club benutzt habt, weil das ja auf der deutschen Vereinskultur quasi basiert. Also wir wollen die Mitglieder mit qualitativ hochwertigen Cannabis versorgen, das sie halt auch brauchen. Wer bei uns Mitglied werden möchte, muss volljährig sein und den Rest regeln die Mitglieder. Also man stellt sich kurz vor, der Vorstand prüft eine Sache und wenn dann der Vorstand Bedenken hat zum Beispiel, kann das Mitglied auch nochmal an die Mitgliederversammlung gehen, die nochmal fragen. Also wir haben da so eine kleine Aufnahmeprozedur. Wir nehmen nicht gleich alle, obwohl im Moment natürlich sehr viele Anfragen reinknallen. Und das Ziel ist, in der erfolgten Entkriminalisierung mit dem Gro dann eben auch die Mitglieder zu versorgen. Und wir werden mit Sicherheit nicht der einzige Club bleiben. Und Berlin kann sicherlich auch 100 Clubs vertragen, nur mal so am Rande. Wie sieht diese Aufnahmeprüfung aus? Muss man da Probe kiffen oder zeigen, dass man Joint bauen kann? Ja, nee, keinesfalls. Das ist, wir wollen einfach die Leute mal sehen. Der Vorstand möchte einmal mit ihnen reden. Da haben wir auch inzwischen fast so feste Termine für. Wir laden die dann ein und dann kommen die vorbei und wir quatschen kurz. Und dann haben die auch oft selber ganz viel Fragen und so. Und dann merkt man eigentlich schnell, ob das passt oder nicht. Und bisher hat es eigentlich in den allermeisten Fällen gepasst. Jetzt gibt es natürlich viel Skepsis auch an diesen Plänen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der glaubt zumindest nicht, dass die Leute, die ihr Gras dann aus den Social Clubs beziehen, mit dem Dealen anfangen. Er hat gestern bei den Tagesthemen das hier gesagt. Sie können ja nur in diesen, also Cannabis-Clubs einkaufen, wenn Sie Mitglied sind und auch nicht viel. Da können Sie 25 Gramm am Tag kaufen pro Monat, also maximal 50 Gramm. Bei jüngeren Leuten zwischen 18 und 21 nur 30 Gramm. Davon können Sie keinen Handel betreiben. Das reicht so gerade für den Eigenkonsum. Ja, das reicht so gerade für den Eigenkonsum. 50 Gramm, also wir in der Redaktion hier haben schon große Augen gemacht. Sehen Sie das auch so? Das ist doch schon echt viel, oder? Nein, eine Begrenzung wollen wir eigentlich nicht, weil wer begrenzt Tomatenzüchter oder wer begrenzt Kleingartenvereine? Die Sache ist, wir haben zum Beispiel Mitglieder, die brauchen im Monat, die geben ja an, wie viel sie brauchen. Wir können ja noch nicht produzieren, aber wir bereiten uns ja vor. Die brauchen im Monat zwischen 10 und 140 Gramm. Jetzt sagen sie, 140 Gramm, das ist auch eine amtliche Ansage. Ja, wir haben zum Beispiel auch Patienten, die dann mit dieser Menge tatsächlich weitgehend oder völlig auf andere Medikamente verzichten können. Und das einfach vorziehen. Und da finde ich, braucht man gar nicht groß diskutieren. Und das einzuschränken im Verein halte ich für falsch. Jetzt, wenn Sie 500 Mitglieder haben dürfen und jedes Mitglied im Monat 50 Gramm bekommen darf, dann wären das im Monat 25 Kilo. Wo zur Hölle wollen Sie die anbauen? Das ist eine gute Frage. Und wir haben nicht vor, diese 500 Leute zu erreichen. Das halte ich auch für einen vollkommen willkürlichen Wert, der so ein bisschen auch das Unwissen über dieses Konzept widerspiegelt. Wir sind jetzt dabei, 100 zu sammeln und bei 100 machen wir erstmal Schluss und gucken, dass wir die versorgt kriegen. Und dann das nächste im Schritt, der nächste Schritt. Natürlich ist es Irrsinn, sich jetzt 500 Mitglieder an die Backe zu kleben. Da hätte ich lieber 5 Vereine, die 100 haben. Und wie wir die versorgen wollen, ist eine gute Frage. Es ist ja schon bereits eine Cannabiskultur vorhanden, die für sich selber anbaut. Durch die Entkriminalisierung werden diese Leute quasi nur in die Legalität gehievt. Und dadurch mache ich mir wegen der Versorgung eigentlich echt weniger Sorgen. Wir haben super Leute im Verein, die bauen an, das können wir alles berechnen. Das ist kein Thema. Ist denn Ihrer Meinung nach dieses Konstrukt dieser Social Clubs zukunftsfähig? Kann das dauerhaft funktionieren? In Spanien läuft das seit 25 Jahren unter schwierigen Bedingungen. Wir haben da europäische Netzwerke laufen. Und ja, ich bin ganz sicher, dass in Deutschland CSCs auf der Basis vom deutschen Vereinsrecht ohne überbordende Regulierung, weil es bleibt ja eh alles im Verein,
dass das sehr gut funktioniert. Aber eben nicht, und das muss ich nochmal kurz sagen, nicht als Alleinversorger jetzt für die nächsten 5 Jahre. Also wenn der Minister das mit den Fachgeschäften nicht hinkriegt, die CSCs kriegen es auch nicht hin, alle zu versorgen. Nochmal so am Rand. Die Bundesregierung plant die Teillegalisierung von Cannabis, und zwar im Rahmen von sogenannten Social Clubs, die dann nicht gewinnorientiert Cannabis an Mitglieder abgeben dürfen. Und wir haben mit so einem Verein gesprochen, nämlich mit dem CSC High Ground Berlin und mit dem Vorsitzenden Olli Waag. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, sehr gerne. Ich sage euch noch ganz kurz, wir haben jeden ersten Mittwoch im Monat Mitgliederversammlung im Hanfmuseum bisher. Wer kommen möchte, kann vorbeischauen. Da kann man dann diese Aufnahmeprüfung machen. Zum Beispiel. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag euch noch. Ciao. Ciao.